Ja, Kali, dann öffnen wir heute Tür Nummer 2. Courage. Ich merke schon, der Matthias übernimmt Blue Age. Steckenpferd? Ja. Steckenpferd? Steckenpferd. Steckenpferd oder Schleckenpferd? Steckenpferd. Kali, warst du einfach mal super? Ja, als Gast dann auch einmal super. Okay. Also, der für vorsehen ist der Matthias Schneider. Genau, ja. Genau, der macht halt mit mir den Adventskalender auf. Er hat auch schon aufgemacht, das Türchen Nummer 2. Er hat aber 3 gesucht, die wurden. Ja, bin schon seiner Zeit zwar raus. Erst Adventssonntag schon. Ne? Das Steckenpferd ist was für Bier? Ich weiß es ja nicht. Das Steckenpferd ist. Guterkerkes Starkbier, Stammwürze 10. Was? Schankbier, Entschuldigung. Stammwürze 10,8. Unfiltriert, Bodensatzbildung möglich. Dann sagt er, ja, es ist vielleicht ein bisschen. Warum Steckenpferd? Weißt du das? Keine Ahnung. Hopfensorten, Mosaicino, ja. Pilsner, Ibu, Strohgelb. Jeder hat sein Steckenpferd. Etwas, das man mit Hingabe und Leidenschaft. Wie sieht es mit Strohgelb? Ihr seht da ein bisschen orange. Warte, ich schaue jetzt einfach, ich tue jetzt ein bisschen bei diesem Bodensatz da. Oder okay. Das muss ja eigentlich ein Seitensatz sein. Weil es ja liegt, das Bier. Ach so, meinst du. Es gibt darauf an, wie du den Kalender lagerst. Wenn du liegen lagerst, das stehen, dann hast du. Ja, wer da Suse das macht, das wissen wir ja nicht. Ach so. Ja, Strohgelb, würde ich schon unterschreiben. Also das, aber es ist kann man so orange sagen. Nicht. Habe ich da was auf dem Markt? Ja, also wenn. Aber gegen das Licht finde ich schon. Find ich schon. Nein, also, ist ja. Schauen wir, ist natürlich ein Problem mit dem Glas. Gell, das möchte ich nur mehr betonen. Das liegt nicht am Bier, sondern das liegt am Glas. In der Nase. Ja, doch. Habe ich den Mosaik schon gleich einmal. Hoppi Lager. Ist okay. Ja. Also. 4,6, also eher schlank gehalten. Also. Keine Session, ja, aber eher kein. Fachmann. Ja. Sagst du. Ja, aber ein cooles Bier, ja, ne? Schönes Pferd. Ist aber kein Einhorn, weil es grün ist. Weil Einhörner, wissen wir, sind ja nur rosarot. Ach so. Oder? Aber ein geiles Bier mehr da war nicht. Also süffig. Trotzdem mit dem frühen Hopfen, ich glaube, das kann auch der vielleicht nicht ganz so versierte, der so intensiv mit Hopfen zu tun hat und so weiter, auch gut trinken. Also in meiner Wahrnehmung. Leicht trinken, aber das Bier nicht. Hoppi Lager fällt dann schon fast in Richtung. Ja, Pilzbier rein, also muss man auch sagen. Ja, aber. Ja. Fort vielleicht. Ja, ja, ne? Na, aber gutes Bier. Sehr gut. Türchen Nummer 2. Haben wir erfolgreich geöffnet. Machen wir 3 und 4 und 5 weiter auf. Nein, 14 müssen wir aufmachen. 14 müssen wir, genau, bei unserer. Bei Susi hat er unser. Die Kamerafrau. Kamerafrau, genau. Das Kamerakind Susi hat er heute ihren 14. Geburtstag da im Gasthaus. Biergasthof. Biergasthof, Entschuldigung. Am Riedberg. Am Riedberg. Vom Karl Zuse Junior. Genau. Also, ja. Wie es ich so lange ausgehört habe, nein. Ja. Nehmen wir uns zurück. Ja. Okay. Also dann. Darauf ein Bier. Darauf ein Bier. Und demnächst mein Schneidl, oder was? Soll ich mal vorbeikommen oder mal ein Fenster laufen? Ja, vielleicht am 21. Dezember. Beim, dann machen wir Wiederholung. Nächsten Biologenstammtisch. Genau. Genau, gucken wir dann. Schauen wir, was am 21. da drinnen ist. Genau. Bis demnächst. Herzlichen Dank. Darauf ein Bier.